Hallo und herzlich willkommen bei Popsession, der Musiksession im Alex Radio, zu der wir uns immer interessante, meist lokale Newcomer einladen, die uns hier ein bisschen was über sich selbst erzählen und natürlich auch live ihre Songs zum Besten geben. Meine heutigen Gäste sind das Rap-Kollektiv Captain Peng und die Tentakel von Delphi, das uns mit treibenden Beats aus teilweise selbstgebauten Instrumenten und allerlei Haushaltsgeräten durch einen Genre-Dschungel jagt, während uns Captain Peng mit weiser Wortgewalt irgendwo unterwegs so langsam den Verstand aus dem Kopf saugt. Das ist richtig geil und hört sich so an. Hier sind Captain Peng und die Tentakel von Delphi mit Der Todesbosser. Nach 100 Jahren Kerker ohne Licht und Luft, ohne Geräusch, Sicht und Duft, ohne Fühlen. Und ohne Denken, Zement an den Füßen und Ketten an den Handgelenken, bin ich plötzlich zu mir gekommen, hab mich gewunden und hab langsam begonnen, mich zu bewegen und dann leise zu rufen. Eine Tür klappt, ich höre Schritte auf den Stufen, jemand steht vor mir und spricht mich an. Ich höre Schlüssel in den Ketten und das Licht geht an. Die Binde fällt, ich bin geblendet und verängstigt. Jemand spricht zu mir, seine Stimme klingt verständlich. Er sagt, wenn ich will, kann ich jetzt aufstehen und gehen. Ich bin zittrig verwirrt, ich kann kaum auf meinen Beinen stehen. Ich falle um und fange an, mich an ihn anzulehnen. Was ist hier los? Ich kann nichts verstehen. Er sagt, mein Name wäre Peng und ich wär gerade gestorben. Willkommen zurück, den Rest besprechen wir morgen. Mein Name wäre Peng und ich wär gerade gestorben. Willkommen zurück, den Rest besprechen wir morgen. Ja, danke schön. Hallo erstmal an alle. Schön, dass ihr da seid und euch die Zeit genommen habt, herzukommen. Könnt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und sagen, was eure Aufgabe in der Band ist? Ich bin Peng, ich reime. Ich bin Boris, ich spiele Kontrabass. Ich bin Schaban, ich spiele auf der Mülltrommel. Ich bin Peter und ich haue auf ich haue Sachen, zum Beispiel Köpfe oder so lauter klingelnde Sachen. Ich bin Moritz, ich spiele Gitarre. Ja, herzlich willkommen. Euer Debütalbum, das jetzt im April 2013 erschienen ist, heißt Die Expedition ins O. Und ich habe mal ein Interview gesehen, wo ihr gesagt habt, das sei ein Ort, der sich durch mehrere Eigenschaften auszeichnet, vor allem Gutheit. Was heißt das? Was meint ihr damit? Das Internet. Ja. Das ist ja jetzt eine ziemlich einfache Aussage, dass sich das durch Gutheit auszeichnet, bedeutet so viel wie, dass der sehr gut ist, der Ort. Und was wären so die anderen Eigenschaften? Oder was ist denn, wie würdet ihr Gutheit eigentlich definieren? Warum ist der Ort also gut? Also für mich ist der Ort sehr still und rund. So ist wie so ein bisschen so eine Blase, aber die eigentlich nach außen hin transparent und offen ist. Und wo man aber nicht reingucken kann. Und das ist so eine Art Ort, der manifestiert sich in eigentlich jeder Form von Materie, kann der sein. Also der kann auch in Fischen sein oder in Hundekot oder in diesem Tisch hier. Und ist aber einfach dort rund und so klein, dass er Platz zwischen den Atomen hat. Da kann man aber mental rein, also in die Zwischenräume zwischen den Atomen und kann da zum Beispiel Musik machen. Und da haben wir versucht hinzureisen. Und was uns unterwegs passiert ist an der Tankstelle, ist auf dem Album zu hören. Hat der Kreis oder das Runde eine besondere Bedeutung für euch? Ihr heißt ja zum Beispiel euer Label, das ihr selber betreibt, heißt Kreismusik. Diese Kreismetapher hat man zum Beispiel auch in dem Video von Der Anfang ist nah. Da
fangt ihr eine Szene, also die Anfangsszene beginnt quasi mit dem Ende der Szene und ihr sagt, das Ende stirbt, der Anfang ist nah. Also dieses Kreisförmige zieht sich so ein bisschen durch eure Songs und das, was du gerade erzählt hast, warum? Naja, also der Kreis ist meiner Meinung nach so, dass der ist heiß, der Kreis ist heiß und der ist sehr harmonisch. Und es gibt ja auch die Aussage auf dem Album davor, dass das Leben ein Kreis ist, sagt zumindest eine Stimme. Ich treffe täglich einen Geist, der wahnsinnig viel weiß, sagt zu mir, ey, das Leben ist ein Kreis. Und das Lustige ist, dass wir auf dem zweiten Album bereits rausgefunden haben, dass es eine Lüge war, weil das Leben ist kein Kreis, sondern eine Spirale. Und jetzt ist das aber so, dass man diese Spirale am besten bereist in einem Kreis, was ja auch das O ist. Also der sozusagen bereist man die Spirale im Kreis. So ist das. Und in OH singt ihr zum Beispiel, Verstand lenkt ab, du musst ins Unbekannte gehen, wo noch nie eine Person zuvor war, in das Land ohne Namen namens OH. Würdet ihr das Album, also ist das auch so ein bisschen die Expedition, so die Reise in vielleicht das Unbewusste selbst oder das Unerforschte selbst? Würdet ihr euer Album so als kleine kleinen Selbstfindungstrip beschreiben oder wie würdet ihr euer Album beschreiben? Ja, schon. Also ist ja auch so ein unterschiedlicher Prozess, den Text zu schreiben und die Musik zu machen. Für mich war das auf jeden Fall ein anhaltender Selbstfindungstrip, den ich leider ganz billig gebucht habe bei so einer Airline, die nichts kann. Und jetzt hänge ich mit den Tentakeln ab. Und es handelt sich gar nicht um ein bequemes Sitzgefährt, sondern um ein Monster, auf das man reiten muss, auf dem man reiten kann. Das Tentakelmonster ist quasi also dieses Reisebüro hat mich darauf verwiesen, damit zu reisen, anstatt mit einem anderen Gefährt. Und ja, so hänge ich hier mit euch Schweinen. Und der Schaffensprozess bei den gemeinsamen Songs, wie sieht das aus? Kommt da einer, also kommst du dann zuerst mit den Texten und sagst, ich hätte gerne eine Melodie dazu? Oder kommt jemand mit einer Melodie und sagt, ey, texte doch mal jetzt was darauf? Oder macht ihr das alles irgendwie zusammen in einem Prozess? Wie sieht das aus? Ja, das ist ja bei uns allen so ein bisschen unterschiedlich, wie der Schaffensprozess stattfindet. Also für Robert ist vor allem die textliche Ebene da wichtig. Häufig sehen wir uns dann so im Proberaum und haben entweder schon Text fertig oder es gibt eine musikalische Idee oder so einen halben Song zum Beispiel, den wir dann nochmal verwursten und durch die verschiedenen Tentakelköpfe gehen lassen und dann passiert da meistens noch was mit. Manchmal aber auch nicht. Und das ist dann auch gut. Ja. Okay, dann hören wir uns doch jetzt einfach noch einen Track von euch an. Oh ja. Oh ja. Das nächste, wir haben uns überlegt, nichts zu spielen, was es so schon 1:1 auf der Platte gibt. Deswegen spielen wir heute Sachen, die wir komisch miteinander vermischen. Deswegen jammt die Band jetzt irgendwas. Und ich mache darüber den Text von Sein Name sei Peng. Zumindest die erste Strophe. Achso, doch. Launebeat kommt danach. Ja. Yeah. Okay. Nee, das ist der gute Launebeat. Achso. Ach, jetzt kommt es zum Launebeat. Ja, ich bin gerade ganz entspannt Richtung Licht geschwommen. Da sagt eine Stimme Glückwunsch, Sie haben mein Gesicht gewonnen. Ich sage, was bitte, Sie haben mein Gesicht gewonnen. Fühlen Sie sich davon jetzt mal bitte in die Pflicht genommen. In die Pflicht genommen. Wer ein Gesicht hat, dem ist leicht die Sicht genommen. Denn er muss aussehen, wer aussieht, muss einnehmen. Wer einnimmt, muss ausgehen, wer ausgeht, muss einsehen. Das Aussehen nur Schein ist, trotzdem nicht kein Beigeben. Ich sage, sag ich werde dir schon beistehen. Da werden wir schon durchgehen, das wird dich schon nicht einnehmen. Ich sage, alles klar und beginne auszusehen. Als wäre das nicht genug, beginne ich auch noch rauszugehen. Ich und mein Gesicht beginnen gemeinsam rauszugehen. Ey, guck mal, ein Gesicht, es beginnt mir aufzugehen. Dass ich nun aussehe, doch ich will das nicht einsehen. Aussehen ist scheiße, ich werde daran eingehen. Ich beschwere mich, doch niemand weiß, was ich meine. Ich steh komisch da wie ein Flamingo ohne Beine. Jemand sagt, ey, wie sehen Sie denn aus? Ich werfe meine Augen weg und nehme seine raus. Ich betrachte mich durch sie und verstehe sofort, von außen sehe ich aus wie ein lebendes Wort. Ich formuliere mich um und beginne zu heißen. Denn Sprache ist in dieser Welt die Waffe der Weisen. Sprache ist in dieser Welt die Waffe der Weisen. Sprache ist in dieser Welt die Waffe der Weisen. Sie sagen mir komische Dinge von links nach rechts, von oben nach unten. Bitte nehmen Sie eine Identität an. Nehmen Sie eine Identität an. Bitte nehmen Sie eine Identität an. Denn Anonymität ist die Maske von Tätern. Ist die Maske von Tätern.
alles klar und beginne auszusehen. Ach Quatsch, voll der falsche Anfang. Moment, wie geht die zweite Strophe los? Ach ja, haha. Hey, alles klar. Nee, auch nicht. Alles klar, ich glaube, wir haben's raus. Bei euch hat man Namen und man sieht dabei aus. Ich glaube, wir verstehen, das gehört zur Kultur. So heißen wir nun Peng, wie die platzende Hutschnur. Wir begrüßen das, doch meinen, dass das zu spät ist. Denn mit wir meinen wir kein plurales Majestätes, sondern mich und meine mich bewohnenden Personen. Ich kann sie nicht mehr zählen und sie drohen sich zu klonen. Ich bin keine Person, nein, ich bin ein Volk. Ich bin ein Hofstaat, mein Kopf ist voll mit Toten des Boden, die wie verirrte Piloten in mir Dosen und Toten mir meine Logik verschoben, mir meinen Körper verboten, mir ihre Seele anboten. Sie haben mich ungefragt, ihren Boden erhoben, seitdem reim ich für sie da, sie mich besetzen, Stockholm-Syndrom, ich glaub, sie wollen mich beschützen, wie ist das in Kulturen, man beeinflusst sich, irgendwann weiß man nicht mehr, ist das mein Gesicht, Moment mal, warte kurz, Pop, Stolizei, Personalausweis, bitte, ich brauch die Datei, hab ich nicht, oh Gott, das ist Betrügerei, stimmt denn nicht vor der Vergangenheit, vor der Vergangenheit, vor der Vergangenheit, denn in echt bin ich 6000 Jahre alt, ich war Mitglied eines Kultes, schwängerte Satan, gebar mir ein Kind, und von diesem Tag an zahl ich Unterhalt für das Böse in mir, und vor Verdrucken, die ich löse in mir, ich zerbrösele hier wie ein getötetes Tier, doch die Dämonen, die ich bewohne, die mögen es hier, und so trage ich sie spazieren, unsichtbar, wohin ich auch gehe, schweben sie über meiner Schulter, über meiner Schulter, wohin ich auch gehe, schweben sie über meiner Schulter, bitte nehmen sie eine Identität an, nehmen sie eine Identität an, bitte nehmen sie eine Identität an, in Anonymität ist die Maske von Tätern. Ist die Maske von Tätern. Anonymität ist die Maske von Tätern. Ja, Captain Peng, wie lange sitzt du eigentlich so im Schnitt an deinen Texten? Oh, das ist ja wieder so eine, also das ist ja von Song zu Song unterschiedlich. Das ist manchmal wächst was echt über so ein halbes Jahr ran und manchmal ist sowas echt an zwei Abenden fertig. Die einzige lustige Textgeschichte, die ich erzählen kann, ist die, dass man bei Sie mögen sich, das hat ja vier lange Strophen, und normalerweise bastelt man immer so ein bisschen. Und bei dem war es echt so, dass ich an einem Tag die erste Strophe geschrieben habe, dann anderthalb Monate eine Schreibblockade hatte und dann die zweite Strophe geschrieben habe. Und dann dachte, jetzt geht's rund. Und wusste aber immer noch nicht, worum es denn gehen soll in dem Lied, wo das hinführt. Und dann habe ich die dritte wieder nach anderthalb Monaten auch an einem Tag geschrieben und dann die vierte auch irgendwann so rausgeploppt. Also das war wie so kleine Mini-Geburten hintereinander. Und normalerweise ist das so, verwischt sich das. Und genau, eure Texte sind ja ganz stark geprägt von so einer gewissen Selbstreflexion. Ich zum Beispiel, also ich persönlich finde sie auch politisch und aufklärerisch. Würdet ihr selber eure Texte auch als solches bezeichnen? Oder findet ihr eure Musik nicht? Also würdet ihr es nicht so beschreiben? Nee, ist schon eher nach innen gerichtet als nach außen. Also ich versuche jetzt niemanden in den Texten zu erzählen, was er vielleicht noch nicht weiß, sondern bin eher so am Reflektieren und dann schreibe ich das auf und dann kann jeder damit machen, was er will. Mhm. So. Und eure Instrumente zum Beispiel, die sind ja auch teilweise selber gebaut oder ihr habt euch ganz viel Zeug aus eurem Haushalt zusammengesammelt, um damit irgendwie coole Musik zu machen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? War es, weil es cool klingt, weil es gut aussieht, weil es billiger ist oder? Weil wir kein Geld haben. Du musst weiter hin vom Mikro. Ach so. Vielleicht lösche ich das dann immer aus. Macht das dann so das? Habe ich dann so eine Darth Vader Stimme, wenn ich das immer so nach ran und weiter weg? Okay. Nee, das ist eigentlich so gewesen, dass wir Schlagzeuge nicht so toll fanden. Und dann hat man irgendwie das einfach so, was man halt so, also zu Hause so hatte, so das Erstbeste genommen. Einfach. Schaban arbeitet auf dem Bau, der hat sich dann halt so eine Betonmischtrommel da genommen. Und ich bin Ernährungswissenschaftler und dementsprechend habe ich halt so hier so dann so Töpfe und Kuchenbleche. Oder auch vom, also hier, das habe ich von Hansi ausgeborgt, so einen Besen. Oder manchmal fahre ich auch mit dem Fahrrad. Oder mache ein bisschen Bauchtanz, ist auch, ich mache auch Bauchtanz. Und ja, so ist das entstanden.
bei mir zumindest, sag ich mal jetzt. Und wenn sich das Kuchenblech mal abnutzt oder verstimmt? Das ist wirklich eine schwerwiegende Angelegenheit, weil ich habe jetzt schon mir ganz viele Kuchenbleche als Ersatz, weil es wirklich der Fall ist, dass es jetzt langsam stirbt und es gibt kein so gut klingendes Blech nochmal anscheinend. Also ist das ein Problem für eure Songs, wenn die Sachen, also auf denen ihr musiziert, dann anders klingen oder findet ihr es eher gut, dass da sowas experimentiert? Ich glaube, da findet man dann auch irgendwann einen Ersatz für anderen Sound. Ich nehme dann irgendwie einen Hund, hänge mir hier so einen Hund ran und hau auf den rauf oder so. Und keine Tierquälerei. Nicht in unserem Radiostudio. Nur wenn er will. Okay, dann würde ich sagen, spielt ihr uns einfach noch einen Song. So, das nächste Lied ist wieder improvisiert mit einem Text, den es schon gab, der geschrieben wurde von Ray Charles und wir haben ihn umtransponiert in 7 Lagen höher. Viel Spaß. Ich falte Uhrwerk-Origamis aus einem Ziffernblatt. Ich entfalte mich und ich streiche mich glatt, um auf mir zu schreiben. Denn ich bin ein Manuskript, das nur, wenn man es rückwärts liest, einen Sinn ergibt. Ich hab mich übersetzt, denn ich war kodiert. Ich war verschlüsselt und ich hab mich dechiffriert, bis ich Koordinaten ergaben. Ich habe keine Zeit, um lange in eurem Garten zu warten, bis jemand kommt und mir sagt, wo ich lang muss. Da ich bewerfe euch mit einem 7 Kilo Handkuss, zerbrösele mein Gesicht mit dem Kopf. Ich zerbreche die Decke, springe aus dem Stand in den Stock. Der Chefetage wird mich vor die Vorgesetzten setzen, um ihre Knebelverträge mit den Zehen zu zerfetzen. Ach ja, ihren Job können sie vergessen, mir egal. Dann werde ich jedem ersten Laub essen, mich in den Regen legen, betteln und in Lumpen laufen, von der Hand leben, nur das Nötigste kaufen noch. Zu lang hab ich getanzt auf einer Party von Henkern, die Stimmen in mir drin wollen eure Party jetzt entern. Ich tarnte mich, habe alle Spiele mitgemacht, bei allen Witzen, die gerissen wurden, mitgelacht. Doch ich verstummte, denn ich verstand die Pointe. Der Witz ist, dass ihr gar keinen Witz macht, die konnte ich nur so lange diesen ganzen Mist nicht verstehen. Ihr sagt, ihr seid für, doch ihr seid gegen das Leben. Ihr labert was von Darwin und ihr denkt, ihr habt verstanden. Der Starke hat das Recht, alle Schwachen zu misshandeln. Er hat das Recht, mit den Lebenden zu handeln. Der Starke hat genommen, noch vergaß sich zu bedanken. Ich möchte mich hiermit bei euch entschuldigen. Doch hab ich bereits erwähnt, ich bin gekommen, um zu kündigen. Zur Hälfte besteht diese Band aus einer Superband und zur anderen Hälfte halt aus. Aus dem Schluss. Aus dem Rest. Und Schluss. Schnell nochmal einen Schluck trinken. Kannst du einen Endbums machen? So einen Bums? 1, 2, 3, 4. Yay! Würdet ihr euch eigentlich als Teil einer Hip-Hop-Community beschreiben? Also habt ihr euch von der ganzen Kultur um Hip-Hop herum irgendwie beeinflussen lassen? Oder ist Sprechgesang einfach für euch zufällig die beste künstlerische Form des Ausdrucks? Also ich würde es so beschreiben, wir alle mögen Hip-Hop, aber Hip-Hop mag uns nicht so richtig. Wir kommen da nicht so richtig vor in den Veranstaltungen und in den Magazinen und so, außer in der Backspin. Aber sonst irgendwie scheinen die uns nicht so richtig integrieren zu wollen. Also Vielleicht sind wir toxisch. Aber es geht halt um die Inspiration. Achso, ja, Inspiration, ja. Wir haben alle Hip-Hop gehört. Wir haben aber auch ganz viel gehört. Wir haben Metal gehört, Rap auch, Jazz, alles. Heutzutage hört man ja alles. Dieses berühmte Alles, das haben wir gehört. Das hört man auch auf dem Album. Und für eure Videos bastelt ihr euch ja auch total viel Zeug selber zusammen und eure Videos sehen ja auch manchmal so ein bisschen Michel Gondry-mäßig, Do-It-Yourself-mäßig aus. Wie lange arbeitet ihr daran? Wie sieht so ein Arbeitsprozess aus und wie kommt ihr immer auf eure Ideen? Das macht ganz viel Spaß. Das mit den Videos, das hat lustig angefangen. Da gibt es immer unterschiedliche Videos. Es gibt Videos, die gehen echt ganz schnell und sind tatsächlich ungeplant. Also unser allererstes Video, was wir hier gemacht haben zu Oha, war tatsächlich so, dass diese Idee entstanden ist, mit Hannes in dieses Sauna-Ding reinzugehen und den so dreimal nebeneinander zu setzen und dann mit so einem Fischauge zu filmen und dann ist das so eine Band aus 3 Leuten. Und dann wollten wir das unbedingt zusammensetzen und haben aber das Kabel nicht gehabt, was man braucht, um von der Mini-DV-Kamera, war das damals noch, das auf den Computer zu ziehen. Und dann mussten wir zum Mediamarkt gehen. Wir haben da damals so Schönhauser Allee gewohnt und dann dachten wir, auf dem Hinweg zum Mediamarkt filmen wir auch noch. Und dann haben wir das gefilmt und auf dem Rückweg auch noch und sind einfach so ein bisschen wild gegangen. Und dann haben wir das zusammengeschnitten und dann war es tatsächlich unser erstes Video und wir waren völlig baff, weil wir dachten, das kann ja so nicht funktionieren.
Dann gibt es wiederum Videos, wie zum Beispiel Der Anfang ist nah oder Sie mögen sich, wo natürlich ziemlich lange Ideen reingeflossen sind. Und dieses Anfang ist nah Video habe ich mir halt über, ich glaube, so 4 Monate ausgedacht so und versucht, für jede Zeile irgendeine rhythmische Übersetzung zu finden und das dann ausgedacht mit rückwärts und wie man es timet, weil du ja beim rückwärts dann trotzdem das Vorwärts-Timing bedienen musst, mit wann du was reinhältst oder das Kippen mit dem, also der komplizierteste Schuss war, glaube ich, das mit dem Kippen dieser Kugeln. Das hat ewig gebraucht, bis wir das timingmäßig hinbekommen haben. Und dann dreht man das aber so, oder wir haben das gedreht in 3 Tagen. Aber da war schon viel Vorbereitung, mit so einem Raum suchen, der groß genug ist, wo man keinen auf den Keks geht, wenn man da laut Musik macht und all diesem Schnickschnack. Ja, genau. Und wen das interessiert, der kann sich das Making-of zu dem Video auch auf YouTube angucken. Das gibt es nämlich auch. Und wie wichtig ist denn das für euch, so insgesamt Musikvideos zu machen? Macht ihr jetzt einfach aus Spaß an der Freude oder glaubt ihr, dass durch so ein Musikvideo der Song vielleicht anders funktioniert oder dass irgendwie die Message unterstreicht? Ja, auf jeden Fall. Also ein Musikvideo ist, unterstreicht auf jeden Fall die Message. Also ist eines unserer Ausdrucksmittel tatsächlich, glaube ich. Also Video ist, gehört zu der Band dazu, weil wir sie ja selber machen, so wie die Musik, würde ich sagen. Das ist echt so ein, da soll jetzt auch noch mehr passieren, was mit der Band dann ist. Die war ja bisher erst auf 2 Videos zu sehen. Und ihr macht ja auch, also im Grunde genommen alles selber. Ihr baut nicht nur eure Instrumente selber und macht eure Videos selber und eure Requisiten selber, sondern ihr promotet euch, also beziehungsweise noch nicht mal das. Ihr habt ja gar nicht so viel Promo gemacht, um eure Band jetzt irgendwie an den Start zu bringen. Trotzdem flippen die Fans auf euren Konzerten und im Internet total aus. Und wie gesagt, ihr macht das alles selbst. Wie kriegt ihr das alles unter einen Hut? Ich glaube, dass das am Ende des Tages unstressiger ist, als wenn man so ein komisches Label hätte, was einem alles sagt, was man machen muss. Weil mit denen muss man dann diskutieren und ganz viel machen und Schnickschnack. Und so treffen wir uns dann immer und machen einfach mal ein Foto oder ein Video. Oder das ist am Ende des Tages gar nicht so stressig, wenn man eine gute Bandchemie hat, glaube ich. Und das haben wir zum Glück. Ja. Ich muss mal sagen. Ja. Stimmt, wie du das sagst. Alles klar. Und ist das, glaubt ihr, dass so Musikdistributionswege und die Musik an sich sich auch durch das Internet so ein bisschen verändert? Weil wie gesagt, ganz viel funktioniert ja über Social Media und Schneeballeffekt im Internet. Ja, total. Ich glaube auch tatsächlich an den positiven Effekt. Also es gibt natürlich den negativen Effekt, dass man nicht mehr mit Musik wirklich Geld verdienen kann. Aber man kann tatsächlich seine Musik verbreiten. Also wir haben ja auch einfach diese Videos gemacht und über die Videos ist es dann gekommen, dass wir dann zu Konzerten geladen wurden. Da hatten wir aber noch gar nicht genug Songs. Und dann ist es so selbstständig gewachsen übers Internet, kann man eigentlich sagen. Ja, vielen Dank. Das war's leider auch schon wieder mit unserer Popsession. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr da wart. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht mit euch. Falls die Zuhörer zu spät eingeschaltet haben und diese Sendung hier irgendwie verpasst haben, man kann sich das sowohl anhören als auch nochmal angucken auf unserem YouTube-Channel auf www.youtube.de/alexberlintv. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt gemeinsam mit Captain Peng und der Tentakel von Delphi mit einem letzten Track. Bitteschön. In so einer entspannten. So eine entspannte Variante. Ja, mach mal. 1, 2, 3. Grenzen des guten Geschmacks, aber ich werde einfach ab und zu überschritten. Es muss sein. Wir versuchen, neue Versionen zu finden, die es noch nicht gab von den Songs. Zwei, drei, vier, peng, peng, peng. Hut, Schnur, Platz und Rahmen sprengen. Grenze überschreit und Kabel durchtrennen. Logik an den Nagel hängen. Wir wandeln, schlafen, wir reden, Bauch. Wir geben uns hin und wir geben auf. Wir geben zu und nehmen Lauf. Sie tragen uns auf einer Bahre raus. Wir sind unsichtbar und wir kommen in Scharen.
Jubel, Konfetti, Fanfaren sind hier, um uns an Leibern zu laben und durch das Dickicht eine Schneise zu schlagen. Wollen euren Kopf auf einem Tablett. Dieses Haus ist ab jetzt besetzt. Wir haben abgeschlossen und die Schlüssel versteckt. Wir müssen reden, es hat keinen Zweck. Wir sind nicht, was wir behaupten zu sein. Ihr seht es erst nach der Enthauptung ein. Also Kopf ab, euer Hirn sei mein. Hab meins verloren, tu mir euers rein. Ich nehme ins Gesicht ein drittes Bein. Ich bin das scheiß Monster von Frankenstein. Und Frankenstein selbst in einer Person. Zwing mir nicht dazu, jetzt hier den Heiner zu holen. Wenn Heiner kommt, wird er dein Schwein versohlen. Und falls du kein Schwein hast, wird er dein Bein versohlen. Und falls du keine Beine hast, wird er einen Stein versohlen und den dann nach dir werfen, um dich heimzuholen. Reich ins Heim, gründe ab heute deinen eigenen Verein. Trete aus und trete wieder ein. Rede in Rätseln, denke auf Latein. Du bist ein Sudoku, also knack dich selbst. Du bist also ein Geschenk, also verpack dich selbst. Du klingelst, sobald du dich schälst. Räucher, zerhack und back dich selbst. Du bist der Groschen, der rollt, sobald du fällst. Du bist das Boot und der Fels, an dem du zerschellst. Du bist das Tau, was dich hält, also kapp dich selbst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Das war doch mal eine ausnehmende schöne 1, 2, 3, 4, bang, 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 bang. Also wirklich. Ja, so, bleiben wir noch ein bisschen hier? Ja, 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 ja,